Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen gerne wichtige Informationen geben rund um das Thema Optionen, Optionsscheine und Ihnen erstmal mit, wie immer, meinen Videos, einfachen Beispielen das Grundprinzip erklären, damit Sie sich dort besser zurechtfinden und das Thema besser verstehen. Optionen, Optionsscheine werden an der Börse gehandelt oder auch an der Terminbörse. Das ist ja dann hier bei uns in Deutschland die Eurex, wo die gehandelt werden. Und ich möchte Ihnen hier erklären, was steckt überhaupt eine Grundidee erst einmal dahinter. Grundsätzlich muss man bei den Optionen, Optionsscheinen unterscheiden zwischen einem Call und einem Put. Und ich habe schon mal ein paar Begrifflichkeiten darunter geschrieben. Der Call ist die Kaufoption, der Put ist die Verkaufsoption. Und wir steigen jetzt erstmal beim Call, bei der Kaufoption ein und das erläutere ich Ihnen. Beim Call gibt es zwei Positionen. Es gibt den Long Call und den Short Call. Was bedeutet Long Call? Der Long Call ist der Kauf einer Kaufoption. Das bedeutet, und das habe ich hier mal stichpunktartig kurz hingeschrieben, wenn Sie einen Long Call haben, wenn Sie einen entsprechenden Kaufoptionsschein haben, dann haben Sie das Recht, eine Aktie beispielsweise, wir bleiben mal bei dem Beispiel der Aktien, eine Aktie zu einem festgelegten Preis innerhalb einer Frist, innerhalb einer der Laufzeit dieser Option, dieses Optionsscheins zu kaufen. Wichtig dabei ist, Sie haben also hier das Recht zu kaufen. Sie müssen das nicht machen, es ist nur ein Recht. Dafür bezahlen Sie etwas, die sogenannte Optionsprämie. Und wenn Sie das Recht haben, von jemandem Aktien zu einem festgelegten Preis in einer festgelegten Frist zu kaufen, dann muss es ja auch ein Gegenüber geben, der entsprechend die Aktien liefert. Das ist der Short Call. Der Short Call ist der Verkauf einer Kaufoption. Und das ist derjenige, der dann die Pflicht hat zu liefern. Der hat kein Recht, der muss liefern. Ja, es ist so geregelt, dass die Long Position, wie es dann auch immer heißt, das Recht hat zu kaufen. Die Short Position hat dann sofort die Pflicht, entsprechend hier zu liefern. Das können bei Optionsscheinen beispielsweise Banken sein. Bankhäuser machen so etwas an der Eurex. Es können aber auch Privatpersonen sein, über die Eurex zum Beispiel, die sich dazu entsprechend hier verpflichten. Das ist alles denkbar. Welche Erwartungshaltung an die künftige Börsensituation steckt dahinter? Das will ich Ihnen kurz erläutern und dann auch an einem Beispiel zeigen. Der Long Call, also derjenige, der das Recht hat, hier Aktien in der Zukunft zu einem festgelegten Preis zu kaufen, derjenige, der geht eigentlich, der hofft auf steigende Aktienkurse. Weil die Aktie kostet jetzt beispielsweise 100 Euro. Ne? Ich habe das Recht, hier die Aktie zu 100 zu kaufen. In den nächsten Wochen, Monaten steigt der Aktienkurs. Dann wird derjenige hier von seiner Option möglicherweise Gebrauch machen, wird die für 100 von dem sogenannten Stillhalter in Aktien hier vom Short Call beziehen, um sie sofort an der Börse entsprechend zum aktuellen, zum höheren Kurs wieder zu verkaufen. Der Short Call hat die gegenteilige Erwartung. Der sagt, naja, also entweder die Kurse bleiben gleich und es verändert sich nichts und der wird hier entsprechend das nicht ausüben, oder aber auf fallende Börsenkurse setzen. Ich bleibe bei meinem kleinen Beispiel eben. 100 Euro, ich habe das Recht, die Aktie zu 100 Euro zu kaufen. Wenn der Kurs jetzt an der Börse runtergeht auf 90, auf 80, auf 70 Euro, dann werde ich ja nicht so doof sein und für 100 Euro die kaufen. Ich kann sie ja an der Börse für 90, 80 oder 70 Euro kaufen. Das heißt, ich würde die möglicherweise verfallen lassen, diese Option. Und es muss ja hier Geld gezahlt werden, die sogenannte Optionsprämie gezahlt werden. Und die habe ich ja beim Kauf schon bezahlt. Und dann hätte hier der Short Call Geld, der Stillhalter in Aktien, hätte Geld bekommen, ohne die Gegenleistung erbringen zu müssen. Deshalb also hier gegensätzliche Börsenerwartungen.
Long Call hofft auf steigende Kurse, Short Call hofft eher auf gleichbleibende oder aber sogar fallende Kurse, um hier nicht in Anspruch genommen zu werden. Dazu ein kleines Zahlenbeispiel, um das noch deutlicher zu machen. Nehmen wir mal an, eine Aktie kostet, wie ich eben schon kurz gesagt habe, 100 Euro an der Börse aktuell. Und ich habe hier eine Option. Ich habe das Recht, für 90 Euro diese Aktie zu kaufen und die kostet im Moment rechnerisch 10 Euro. Jetzt wird der ein oder andere von Ihnen, der sich damit auskennt, schon sagen, ja, aber da sind ja auch Aufgelder noch vorhanden, die wird ja viel teurer sein. Ja, damit haben Sie auch vollkommen recht. Ich möchte hier ein ganz, ganz simples Style-Beispiel machen, ohne Aufgelder, um den Effekt einfach noch deutlicher zu machen. Ja? Gut, so, jetzt ist es so, dass die, ich könnte mir die Aktie kaufen. Ne? Ich könnte mir die Aktie kaufen, 100 Euro kostet die mich im Moment, ich hoffe auf steigende Kurse und wenn das dann eintritt, dann, und die steigt jetzt zum Beispiel auf 120 Euro, dann habe ich 20 Euro plus gemacht, 20% Gewinn gemacht und darüber kann ich mich dann freuen. Wenn ich die Option eingegangen bin und hier mal einen Long Call gekauft habe und ich habe ja das Recht für 90 Euro die zu kaufen und wir müssen sagen, hier hatten wir 20% Gewinn gemacht. Ne? Von 100 auf 120 Euro 20% Gewinn gemacht. So. Wenn entsprechend hier die tatsächlich jetzt der Börsenkurs auf 20 steigt, dann wird natürlich meine Option wesentlich wertvoller. Die müsste eigentlich jetzt rechnerisch 30 Euro kosten. Und Sie sehen an dem Beispiel sofort, ja, das sind natürlich nominal auch nur 20 Euro Gewinn. Ja klar, das ist hier sind es 20 Euro plus und hier sind es 20 Euro plus. Aber logisch ist natürlich, sieht auch jeder von uns, ne, dass das natürlich hier schon mal dann eine Vervielfachung gewesen ist, weil ich habe wesentlich weniger Kapitaleinsatz oder umgekehrt, ich kann für das gleiche Geld, wenn ich jetzt nur 100 Euro beispielsweise zur Verfügung hätte, dann kann ich mir hier eine Aktie kaufen. Hier könnte ich mir aber schon mal 10 Optionsscheine kaufen und hätte natürlich dann entsprechend einen viel, viel, viel höheren Gewinn als hier meine 20%. Das ist die Idee, die dahinter steht. Machen wir das Gegenbeispiel. Wenn die Aktie jetzt fällt, meine Börsenerwartung geht nicht auf, es steigt nicht an der Börse, sondern die fällt auf 80 Euro, auf 70 Euro oder ähnliches, dann habe ich natürlich, wenn ich mir die Aktie gekauft habe, dann bin ich darüber betrübt und ich ärgere mich vielleicht auch und denke, oh, schade, aber ich habe ja noch die Aktie, die hat keine Laufzeit, ich bekomme vielleicht sogar Dividende zwischenzeitlich und ich habe die Hoffnung, dass der Kurs sich irgendwann wieder erholt. Meine Option dürfte wertlos sein. Ja, und die hat ja auch nur eine bestimmte Laufzeit, ein paar Monate, ein paar Jahre, da gibt es unterschiedliche Laufzeiten. Aber was soll eine Option wert sein, wo ich für 90 Euro die kaufen kann, wenn ich an der Börse im Moment für 60, 70 oder 80 Euro die gleiche Aktie beziehen kann? Die ist ja quasi wertlos. Und damit hätte ich natürlich im schlimmsten Fall, weil solche Optionen haben nur bestimmte Laufzeiten, damit hätte ich natürlich möglicherweise einen Totalverlust. Ne? All mein eingesetztes Kapital habe ich verloren, während mir das bei der Aktie, ich natürlich den aktuellen Restwert immer noch habe. Das ist zwar nicht 100 Euro, aber entsprechend weniger. Und hier habe ich auch keine Laufzeiten. Vielleicht in der Zukunft habe ich die Hoffnung, dass der Kurs sich auch dann nochmal wieder erholt. Daran sehen Sie natürlich, nicht nur die Gewinnchancen sind um ein Vielfaches höher, sondern natürlich auch die Verlustrisiken sind logischerweise auch entsprechend wesentlich höher. Das ist schon mal hoffentlich klar geworden. Kommen wir noch mal ganz kurz auf den Put, um das zu vervollständigen. Das Grundprinzip ist natürlich das gleiche. Ich habe es jetzt aber schon mal ein bisschen verkürzt hier nur hingeschrieben, damit es auch nicht zu unübersichtlich für Sie wird. Beim Put ist es so, auch hier wieder zwei Positionen. Sie müssen also gedanklich auch einen riesen Strich dazwischen ziehen. Das sind zwei verschiedene Dinge so. Ne? Die haben nichts miteinander zu tun. Da gibt es keine Verbindungen. Beim Long Put, der hat das Recht zu verkaufen. Ne? Und befürchtet möglicherweise fallende Kurse und kann sich damit natürlich dann auch ein Aktiendepot absichern. Wie so eine Art Versicherung, ne? Wenn es jetzt wirklich zu einem Crash kommen sollte.
ich habe ja meine Option, dann kann ich ja zu dem alten Kurs quasi, kann ich ja noch meine Aktien verkaufen, dann würde ich das machen. Der Short Call hat natürlich wieder die gegensätzliche Erwartung. Der rechnet eher mit gleichbleibenden oder vielleicht sogar am besten mit steigenden Kursen, weil dann wird derjenige ja nicht über die Option die Aktien verkaufen, sondern wird sie natürlich zum höheren Kurs direkt an der Börse verkaufen. Auch hier ist es wieder so, der Long Put muss in dem Moment, wo er das Geschäft eingeht, eine Prämie zahlen, die Optionsprämie zahlen, die natürlich dann entsprechend der Short Put vereinnahmt und der Short Put, der die Hoffnung hat, hier keine Gegenleistung erbringen zu müssen. Gut, das soll so eine kleine Einführung gewesen sein in dieses Thema. Hoffentlich wie immer verständlich, wie in meinen Videos ansonsten auch mal mein Ziel ist. Ansonsten klicken Sie alles, was möglich ist, an, abonnieren Sie meinen Kanal und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, tschüss.